Kann man einen Nutzernamen in Social Media, zum Beispiel in Facebook, mit einer Marke erstreiten? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein Video rund um Marken, Patente und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, ob man sich einen Nutzernamen in Social Media Plattformen, also zum Beispiel Facebook, mit einer Marke erstreiten kann. Vielen Dank an Florian Scholz für die Idee zu diesem Video. Wie bekomme ich also meinen Wunschnutzernamen auf Facebook oder auf Instagram, wenn ich eine entsprechende Marke habe? Haben Sie sich schon mal in den Social Media Kanälen geärgert, dass Ihnen jemand den Nutzernamen mit Ihrer Marke vor der Nase weggeschnappt hat? In diesem Video erkläre ich drei verschiedene Wege, wie man sich den Nutzernamen in Social Media Kanälen mit einer Marke zurückerobern kann. Und auf den aus meiner Sicht besten Weg komme ich zuletzt. In der ersten Variante kann man den Inhaber dieses Nutzernamens zum Beispiel auf Facebook oder Instagram abmahnen. Das klappt nur so lange, solange dort auch markenverletzender Inhalt angeboten wird. Beispiel: Ihre Marke Marimba ist für Schmuck angeboten und der Facebook-Nutzername Marimba ist eben ein Juwelier, der dort Schmuck anbietet. Eine Abmahnung ist gleich eine relativ aggressive Handlung und löst gerne auch Gegenaggressionen aus. Es kann also sein, dass der Gegner es auf eine Klage ankommen lässt. Außerdem kann man im Rahmen einer Abmahnung nur die Löschung dieser Seite oder dieses Nutzernamens verlangen und nicht die Übertragung. Das heißt, es könnte passieren, dass ein Dritter sich dann schon wieder diesen Nutzernamen wegschnappt, wenn er eben in diesem kleinen Zeitraum, wo die Seite freigegeben ist oder der Nutzername freigegeben ist, sich diesen eben registriert. In der zweiten Variante kann man Facebook oder Instagram oder eben dem jeweiligen Netzwerk den Nutzernamen als Markenverletzung melden. Der Name wird dann auch in der Regel relativ unproblematisch und schnell inaktiv gestellt, das heißt, kann nicht mehr aufgerufen werden. Damit ist der Nutzername aber noch lange nicht übertragen und außerdem ist es so, dass derjenige, dem die Seite abgestellt wird, natürlich Schadenersatz verlangen kann, wenn gar kein rechtlicher Grund besteht, also zum Beispiel kein markenverletzender Inhalt dort angeboten wird. Aus meiner Sicht ist es am erfolgversprechendsten, wenn man in einem ersten Schritt dem Gegner oder dem Inhaber des Nutzernamens erstmal einen freundlichen, aber bestimmten Brief, vielleicht auch auf Einwahlsbrief, schreibt, dass man Inhaber dieser Marke ist und dass man demjenigen gerne diesen Nutzernamen abkaufen würde, zum Beispiel irgendwie 3000 Euro oder so. Man kann vielleicht auch noch die Frage unterbringen, warum sich der Inhaber dieses Nutzernamens berechtigt fühlt, in die Markenrechte einzugreifen, eine sogenannte Berechtigungsanfrage. Auf keinen Fall sollte man gerichtliche Schritte androhen, weil das dann als Abmahnung gewertet werden könnte und eben Gegenforderung oder eben Schadensersatzforderung nach sich ziehen könnte. Nach einem solchen Brief entspinnt sich oft eine Diskussion, die dann irgendwie später zu einer Lösung führt, dass entweder der Nutzername übertragen wird oder gelöscht wird, dass es jedenfalls eine Lösung gibt, mit der beide Seiten leben können oder zumindest derjenige, der die Marke hat, leben kann. Und das Geld, was er sonst vielleicht an Gerichte oder an Anwälte gezahlt hätte, zahlt er doch lieber dem Inhaber des anderen Namens als Incentive dafür, dass er den Namen überträgt. In der Regel ist so eine relativ schnelle und unkomplizierte Lösung möglich. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man sich einen Nutzernamen auf Facebook, auf Instagram oder anderen Social Media Netzwerken mit einer Marke sichern kann. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.